Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Finding Teddy 2. Das ist jetzt das zweite Mal, dass ich diese Aufnahme hier mache, nachdem mir nach zwei Folgen aufgefallen ist, dass ich das letzte Mal ja mein Musikom-Dingens hier vervollständigt habe. Und ich deswegen nicht weitergekommen bin, weil ich auf der Suche nach der letzten Rune war und ich nicht kapiert hatte, dass ich die letzte Rune tatsächlich schon habe. Ja, ist ein bisschen peinlich, aber das kommt halt nun mal vor. So, jetzt weiß ich schon ungefähr, was zu tun ist. Und deswegen gehe ich jetzt einfach nochmal zurück zur Stadt, um zu zeigen, was ich jetzt tatsächlich vorhabe. Und lade nebenbei mal ein bisschen meine Lebensenergie auf. Hoffentlich. Ja, sehr schön. Na. Und zwar, wir sind auf der Suche nach einem Fels. Genau hier. Wiederfinden Fels für reparieren Schlüssel. Da sind wir auf der Suche. Den habe ich bisher aber auch noch nicht gefunden. Hier Vulkan. Finden Fels, genau. Wo war der eine, den ich jetzt gerade gesucht habe? Sonne. Finden Fels zu Eis. Wort Itze zerstören Beschützung. Du sagen wollen Fels zur Tür. Und das habe ich mir schon aufgeschrieben. Und da war mir nicht bewusst, dass ich die letzte. Also da habe ich. Da braucht man für. Um das sagen zu können, braucht man die letzte Rune, die ich in der letzten Aufnahme gefunden habe, bei der ich mich aber nicht erinnern konnte, dass ich sie habe, und dadurch, dass die Rune im Musikum ja so schwarz ist, hatte ich auch nicht gecheckt, dass ich tatsächlich die Rune schon habe. Kommt vor, und nachdem in den zwei Folgen sonst, bis auf dass ich noch ein paar Murmeln gesammelt habe, sonst eigentlich überhaupt nichts passiert ist, habe ich mir gedacht, ich mache das Ganze nochmal von vorne. Und zwar sagen wir jetzt hier. Wollen. Wo haben wir es denn? Ach, schon vertippt. Also erst das, dann das. Der. Na bitte. Und damit wäre dieser Weg frei. Das finde ich doch schon mal gut. Das ist mehr als doppelt so viel, als ich in den zwei Aufnahmedingern vorher insgesamt geschafft habe.
Ach. Okay. Was war das Eis zu schmelzen? Das hatte ich mir doch hier irgendwo auch aufgeschrieben. Ach genau, das war das hier. Perfekt. So, jetzt hoffe ich. Aua. Also ich bin schon mal froh, dass ich rausgefunden habe, dass ich die Rune tatsächlich schon habe. Und jetzt hoffe ich, dass das Ganze hier ohne Probleme oder ohne großartige Probleme noch weitergeht. Ah. Ich merke schon, wie die Konzentration langsam bei mir nachlässt, weil ich hier schon eine knappe Stunde am Aufnehmen bin. Nein! Ah. Okay, nochmal ganz zurück. Und nochmal, hoffen wir mal, dass jetzt halt beim Zurückgehen die Steindinger wieder da sind. Das finde ich sehr zuvorkommend. Da sind ja echt ein paar ekelhafte Sprünge dabei. Wer überlegt sich denn sowas? Ha! Nein! Nein! So. Und? Was gibt es hier? Ist das der Fels, den wir suchen? Ich hoffe es mal. Dann schaue ich einfach nochmal zurück zu den Frettchen. Und hoffe, dass die... Oh. Zwei Gegenstände habe ich. Okay, so war das zwar nicht geplant, aber ist in Ordnung. So. Habt ihr irgendwas für mich? Bam, bam, bam. Bücherei. Jetzt habe ich natürlich wieder vergessen, wer von denen... Wer von denen mir gesagt hat, dass ich den Fels finden soll? Finden Fels. Ah, dann warst du das. Hm. Das hat anscheinend nicht ausgereicht.
blöd, blöd. Aber ich bin jetzt in der Aufnahme, die ich einfach mal auslassen werde, also die ich überspringen werde. Hier drüben ist übrigens neben meinem Tod noch der Palast, zu dem wir letztendlich hinwollen. Der aber durch ein Schloss geschützt ist. Wow. Das gilt schon wieder. Okay, hier hinten war noch so ein Rubin versteckt. Hier, wie gesagt, ein Schloss, mit dem ich momentan noch nichts anfangen kann. Und wir hatten es ja im Eisgebiet, dass wir in vorheriges Gebiet mussten. Und wir können ja jetzt halt auftauen. Und ich war ja auch schon im Waldgebiet nochmal. Wir haben jetzt halt hier ja nicht wirklich was gelernt. Ich schaue jetzt einfach mal. Das müsste der Sumpf sein. Nochmal in den Sumpf. Vielleicht gibt's da nochmal irgendwas. Weil ich mir jetzt bei dem anderen Gebiet, ich könnte jetzt da wieder rumrennen, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher. Was auch keine hundertprozentige Sicherheit ist. Das ist, also, da geht mir jetzt die Idee aus und um eventuell noch irgendwas diese Folge auf die Reihe zu bringen, schaue ich jetzt einfach mal hier im Sumpfgebiet, weil wir da bisher auch nicht mehr großartig waren. Und ich glaube mich zu erinnern, dass es hier eingefrorene Türen gab. Zumindest können wir jetzt hier noch ein paar Collectibles einsammeln. Ich schaue jetzt einfach mal hier auf der Oberwelt ein bisschen rum. Ah, so schön leicht zu besiegende Gegner. Das ist mal eine nette Abwechslung. Und wenn ich in dieser Folge hier nichts großartig mehr rausfinde, was ist, oder besser gesagt, wenn ich jetzt hier im Sumpf nichts finde, wie es weitergehen könnte, dann werde ich unter Umständen mal nachgucken, wie es denn weitergeht. Weil so viel Spaß ich mit diesem Spiel auch habe, ich möchte hier irgendwo auch mal ein bisschen Fortschritt haben und es irgendwann beenden. Also ich denke mal, dass ich das jetzt nicht die nächsten 3-4 Folgen beenden werde, aber ich möchte irgendwo auch mal zu einem... Oh, da oben sage ich doch. Ich wusste doch, es gibt hier eingefrorene Türen. Ja, ich denke, das Projekt ist an sich schon... Na. Das dauert schon eine gute Weile und ja, ich möchte mich dann halt auch irgendwie nochmal irgendwelchen anderen Geschichten widmen. Oh, und da sind schon wieder solche Trick-Jumps. Da oben ist eine gelbe Kiste. Wow. Das war fast nicht knapp. Und hey, da gibt's eine Vase. Fällst du da runter?
Sehr schön. So müsste ich jetzt doch eigentlich auch hier oben dran kommen. Hoffentlich. Ja, perfekt. Was haben wir hier? Sehr schön. Aber ich schaue mich trotzdem noch mal ein bisschen hier um. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es das war. Es könnte aber natürlich auch sein, dass wir noch einen weiteren Gegenstand mehr brauchen, weil das war ja bisher auch schon ein Element, dass wir immer wieder mehr Gegenstände gebraucht haben. Beim ersten Mal habe ich beim ersten Mal überhaupt irgendwas gebraucht? Okay. Das war strange, aber in Ordnung. Okay, da bin ich auch schon hingekommen. Da dürfte es jetzt auch gerade mal nichts Neues geben. Eine grüne Tür, die ich jetzt aus irgendeinem Grund öffnen konnte. Ich weiß zwar nicht aus welchem Grund, aber ich habe nichts dagegen. Und noch eine gelbe Kiste. Mehr Money! Money, 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 Money! Und gut viel Geld. Ja, hoi, hoi, hoi. Das war mal echt ein Batzen Geld. Gut, dass ich mich noch weiter umgeguckt habe. Vielleicht gibt es hier doch noch das eine oder andere zu entdecken. Wir könnten mir zum Beispiel auch sowas wie noch einen weiteren hier einen weiteren Stein vorstellen. Was haben wir denn hier Schönes? Okay, so schön schaut es gar nicht aus. Aber es ist mehr. Es gibt voraussichtlich mehr Stuff und mehr Stuff finde ich gut. So. Jetzt erstmal hier ein bisschen den Weg bereiten. Na, schlag die Töpfe kaputt. Ich glaube, da muss man sprinten. Wehe, das lohnt sich hier alles nicht. Was gibt's hier? Geld. Okay, da habe ich nichts dagegen. Denn Geld ist mehr Geld, ist mehr Geld. Mehr Schaden. Und was haben wir denn hier? Außer mehr Schaden.
Jetzt, ich weiß nicht, was das Spiel mir damit sagen wollte. Weil ich habe keinen weiteren Herzcontainer. Und gefühlt hat es mir die Lebensenergie auch nicht aufgefüllt. Aber ist okay. Ich will mich mal nicht beschweren. Da drüben sehe ich doch schon wieder was Eisiges. Wenn ich jetzt noch die Liane anständig hochkommen würde. Geschweige denn. Sag mal, was ist denn da los? Geht doch. So. Eine weitere Truhe mit noch mehr Geld. Das ist aber auch nicht wenig. ...1800. Dann sind wir ja eigentlich schon fast an dem... ...an diesem Spinnenamulett dran. Das hat doch auch... ...3000 gekostet. Wenn wir weiter noch so viel Geld finden, dann... ...rückt das Ding auch in greifbare Nähe. Hier ist nochmal was Eingeeistes. Gleich mal nachschauen, was es hier gibt. Und oh shit, es ist schon wieder gut spät. Bevor wir, also nächste Folge werde ich mal schauen, wie es hier weitergeht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr habt auch nichts dagegen, dass ich diese zwei Folgen rausgelassen habe. Ich habe auch nochmal komplett auf dem Stand angefangen, wie letzte Aufnahmesession. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sein würdet und sag einfach bis dahin und ciao!